der World Council of Wise People, der Weltrat der Weisen, tritt an, um Geschäftsmodelle für Wirtschaftswunder und für den Einzelstaat und Reformen zur Verfügung stellen. Steht in meiner ersten Information, die ich da bekommen habe. Vielleicht an die Runde mal, an die einzelnen Personen, was sie bewogen hat, da aufgrund ihrer Expertise mitzuarbeiten und mitmachen zu wollen. Ich habe ja meine Wurzeln in der Kernindustrie, habe also jahrzehntelang auf dem Gebiet gearbeitet und habe mich sehr intensiv mit den Risiken dieser Energieerzeugungsmöglichkeit befasst und auch kritisch begleitet und habe aus dieser Erkenntnis heraus gesehen, welche Vor- und aber auch insbesondere Nachteile diese Frage, diese Möglichkeit der Energieproduktion besitzt und sehe dort einen ganz wesentlichen Aspekt, hier auf sichere Modelle hin mitzuwirken. Das ist eigentlich ein Anliegen, das von meiner Seite hier beigebracht bzw. beigesteuert werden kann. Und dass Sie daran ja gesehen haben, wie bedeutsam es ist, alle Systeme in Deutschland auf Prävention einzustellen, also als auf Verhinderung nicht nur von Gauss in Atomkraftwerk, nicht nur auf Verhinderung von Stromausfällen, nicht nur auf Verhinderung von Ausfällen oder Störungen im Wasserbereich, sondern dass wir auch im Gesundheitswesen eine Ausrichtung auf Prävention, also Verhinderung von Krankheit brauchen, was volkswirtschaftlich ein Riesengewinn für Österreich wäre, aber auch betriebswirtschaftlich für jedes einzelne Unternehmen einen riesigen Unterschied ausmachen kann. Ne? Ich bin auch tätig auf dem Gebiet der kritischen Infrastrukturen. Die Kernenergie ist ja ein Teil dieser kritischen Infrastrukturen. Und die Frage der beispielsweise sicheren Stromversorgung, also als kritische Infrastruktur, aber auch Wasserversorgung, was ja jetzt ganz wesentlichen Einfluss auf die Sicherstellung im Bereich der Medizin hat. Hier verfolgen wir, also ich habe eine Professur an der Technischen Hochschule in Brandenburg, ganz konsequent den Aspekt der Prävention im gestaffelten Sicherheitskonzept. Ja. Und hier muss man eben den Fokus legen auf Vorsorge, und zwar sicherstellen, dass es eben nicht zu Unfallereignissen kommt, denn unsere Gesellschaft ist im Moment ausgerichtet, Unfälle, falls sie eingetreten sind, in den Folgen eben zu mindern, beziehungsweise eben die Folgen zu beseitigen. Das ist ein Ansatz, der im Grunde nicht wirksam ist, beziehungsweise auch nicht erfolgreich sein kann. Was wir eben wirklich sicherstellen müssen, ist, dass es eben nicht zu Unfallzuständen kommen. Da könnte man eben eine ganze Reihe von Dingen zeigen, beispielsweise Zerstörung von Hochspannungsmasten durch Schneelasten und so. Da sehen wir dann, das ist halt eben nicht richtig ausgelegt worden. Da sind falsche Stähle verwendet worden, dass es dann eben zu katastrophalen Situationen kommt. Hier ist eigentlich der wesentliche Ansatz auf dem Gebiet der Prävention, die Gesellschaft aufzubauen, wesentlich mehr zu tun, als auf die Katastrophe sozusagen zu warten und dann mit riesigen Mitteln versuchen, die Katastrophen zu beseitigen, die Folgen aus Katastrophen zu beseitigen. Und wenn wir uns das ansehen, Hochwasserprobleme, die auftreten, die jetzt jüngst eben auch in Italien waren, haben alle ihre Konsequenzen darin, dass ich im Bereich der Vorsorge immer weniger getan habe und dann zugelassen habe, dass die Infrastruktur sich so stark verändert hat, dass eben solche Hochwasserauswirkungen beispielsweise für den jetzt eben angesprochenen Fall so gravierend sein können. Ja, und das ist ja dann die Brücke auch zum Gesundheitswesen, nämlich dass wir auch dort
genauso diesen Gedanken der Prävention, den Sie so als so dringend notwendig, besonders im Atomkraftwerksbereich, wo es ja wirklich Prävention lebenswichtig für die gesamte Bevölkerung ist eines Landes, dass Sie dann gesagt auch gesehen haben, aha, das müssen wir ja eigentlich auch auf die Gesundheit übertragen und müssen Ernährungsmedizin, Lebensstilmedizin und andere Dinge belohnen, so fürstlich belohnen, dass sie aus ihrem stiefmütterlichen Dasein, von dem uns vielleicht Frau Professor Dölsch berichten kann, herausgehoben werden, sodass sozusagen wir auch für die Unternehmen ja enorm wichtig, nicht die Krankenausfallzeiten ins Uferlose steigern lassen, sondern dass wir präventivmedizinisch unsere Bevölkerung fit und aber auch leistungsfähig in den Unternehmen mit gesunder Ernährung in den Unternehmen und so weiter halten. Und vielleicht kann Frau Professor Döll da auch etwas dazu sagen. Ich bin seit über 30 Jahren in der Weiterbildung von Medizinern tätig. Da geht es um Präventionsthemen und es geht um ernährungsmedizinisch relevante Themen. Und meine Erfahrung ist ganz einfach die, das wird in Österreich ähnlich sein wie in Deutschland, dass man unter dem Thema Prävention in der Medizin eigentlich fälschlicherweise etwas ganz anderes versteht, als das, was es eigentlich sein sollte. Genau. Nämlich unter Prävention wird hier in Deutschland zumindest zum Beispiel eine Mammographie-Reihenuntersuchung verstanden. Das ist aber keine Prävention, sondern das ist eine Diagnostik. Also auch die Darmkrebsvorsorge, das ist keine Prävention. Wenn wir über Prävention sprechen, dann müssen wir uns natürlich Lebensstilfaktoren anschauen, die zur Verhinderung der Entstehung einer Erkrankung beitragen. Und da ist in der Medizin, muss ich sagen, ein schwarzes Loch, weil unsere Mediziner auch zu wenig ausgebildet sind in diesem Bereich der Ernährung, in dem Bereich der Lebensstilfaktoren. Es kann natürlich auch sehr wohl eine Rolle spielen, dass die Gewohnheit der Patienten eine Schlagkraft hat, die man kaum überwinden kann, weil natürlich der Mensch ein Gewohnheitstier ist und an seinen alten Gewohnheiten festhalten möchte. Aber man muss immer wieder versuchen, eben die Menschen doch auch zu instruieren und zu informieren, was sie wirklich präventiv tun können. Und da spielt eben die Ernährung eine wesentliche Rolle. Ich war, wie gesagt, gerade bei einer Podiumsdiskussion, da ging es um dieses Thema Epigenetik, zu dem ich auch ein Buch geschrieben habe, gute Gene sind kein Zufall. Also da wissen wir aus der Wissenschaft, dass diese Lebensstilfaktoren mit unseren Genen interagieren. Und spätestens da müssen wir wirklich uns darüber im Klaren sein, dass alles, was wir tun und lassen, von Einfluss ist auf die Genregulation und damit natürlich auch über Krankheit und Gesundheit mitentscheidet. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, dem wir uns vermehrt widmen müssen, das wir zur Kenntnis nehmen müssen, weil daraus resultieren im Endeffekt praktisch relevante Empfehlungen. Ich muss auf mein Körpergewicht achten. Es ist extrem wichtig, normalgewichtig zu bleiben. Auch für Schwangere zum Beispiel ist es sehr, sehr wichtig, dass sie nicht zu viel zunehmen, denn wir wissen aus epigenetischen Forschungen zum Beispiel auch, dass eben die Kinder dieser dann übergewichtigen Schwangeren ein erhöhtes Risiko haben für einen Diabetes, für eine Fettstoffwechselstörung. Also da müssen wir wirklich auch in der Schwangerschaft schon mit Prävention anfangen. Und das sind Dinge, die letztendlich wirklich im Bereich der Prävention von großer Bedeutung sind und künftig von noch größerer Bedeutung sein werden. Denn wenn Sie sich zum Beispiel auch diesen jüngsten Bericht der WHO anschauen, wonach eben Krebserkrankungen stark zunehmen werden als Todesursachen Nummer eins, quasi die Herz-Kreislauf-Erkrankungen verdrängen werden, dann hat das natürlich auch sehr viel mit unserem Lebensstil zu tun und da müssen präventive Mechanismen ansetzen.
Ja, und Sie müssen, Herr Sempelmann, Sie müssen bedenken, was das für den Krankenstand auch in Betrieben, was das in der Wirtschaft bedeutet, wenn ein Mitarbeiter zwar am Arbeitsplatz ist, aber nur halb leistungsfähig ist, weil er sich eigentlich nicht wirklich vital fühlt, nicht wirklich fit ist, nicht durchtrainiert ist, nicht gesund ist, nicht kerngesund ist, trotzdem zur Arbeit geht, aber trotzdem in der Leistungsfähigkeit gemindert ist, und was das für einen enormen volkswirtschaftlichen Schaden bedeutet, denn ich darf gerade noch Frau Professor Döll in dem Punkt ergänzen, dass ja gerade diese Punkte der Prävention, die Ernährungsmedizin und die Lebensstilmedizin, wie sie sagte, ein schwarzes Loch da herrscht, aber eben nicht nur, weil es in der Ausbildung fehlt, sondern weil es auch im Beruf zu wenig honoriert wird, und deswegen fehlt es ja auch in der Ausbildung, weil es dafür kein richtiges Geld gibt. Es gibt also im Moment noch keine Belohnung dafür, wenn ein Arzt durch Präventivmedizin die Gesundheitskosten-Erwartungskurve eines Versicherten so verbessert, dass er unter den Erwartungen bleibt und nicht so oft operiert werden muss, wie man es erwarten würde bei seiner Vorgeschichte oder seiner familiären Vorgeschichte und so weiter. Oder dass wir heben ja auch noch keine Wohlfühlnoten, womit wir dann zusätzlich noch messen könnten, ob die Hausarzt, die Wirkung eines Hausarztpräventionsteams auf die Versicherten mit ihren spaßmachenden Ernährungskursen, Sportkursen, Gesundheitskursen, Präventionskursen, ob da eine positive Entwicklung stattfindet. Also erst wenn wir das messen und auch fürstlich belohnen, auch die Ernährungsberater dann fürstlich in dem Team honorieren, wenn es ihnen gelungen ist, wirklich messbar Krankheiten zu verhindern, dann erst wird das Gesundheitswesen ein Gesundheitswesen. Aber sehen Sie da, ich sehe da eigentlich eher die Gesellschaft, den Staat gefordert, Aufklärungsarbeit, die Politik gefordert, Aufklärungsarbeit zu betreiben, mehr denn je Druck zu machen, vielleicht auf Unternehmen, auf den Handel, Kampagnen zu starten, eben die dieses Bewusstsein in der Bevölkerung auch wecken. Es ist natürlich gut, wenn dann einen Arzt beiseite hat, der sich die Ernährungstabelle ansieht, die Kalorien, was man zu sich genommen hat. Ich muss sagen, ich bin sehr sportlich und habe meinen Ernährungsplan und habe auch meine weiß, was ich brauche, um meinen Körper eben dann fit zu halten und eben ihm das zu geben. Aber das weiß natürlich nicht jeder. Ne? Gerade wenn ich mich in meinem Kollegenkreis umsehe, das wird einfach zu viel konsumiert, ohne dass man das Bewusstsein dafür hat. Aber ich sehen Sie dann nicht vielleicht eher weniger den Arzt als sich, sondern die Politik, die Gesellschaft gefordert, vielleicht auch die Medien, damit sie hier eine Stimmung machen und das Bewusstsein schärfen dafür? Was soll der Bürger machen, wenn die Lebensmittelindustrie im Moment den Fehlanreiz hat, dass sie mehr Geld verdient, wenn sie ungesunde Nahrungsmittel verkauft und bewirbt massiv? Welche Chance hat da der normale Bürger überhaupt noch durchzuschauen durch diesen Irrgarten der Ernährungsempfehlungen, von denen viele Ernährungsempfehlungen sogar in die falsche Richtung, Frau Professor Döll kann sicherlich davon auch ein Lied singen, wie viel falsche Ernährungsratschläge es gibt, die dann wirklich Schläge sind auch. Das heißt also, wir brauchen, wie Herr Professor Mertens richtig sagt, ein System, in dem zum Beispiel der Lebensmittelhändler auch am Ende Teil sozusagen einer, wir stellen uns das so vor, dass am Ende Wellnesskonzerne bestehen, in denen der Hausarzt ein Faktor ist, das Hausarztteam mit seinen Ernährungsberatern ein Faktor ist und mit seinen spaßmachenden Kursen und die Beitragsrückerstattung Sonderbelohnungsprämie ist das, was den Versicherten motiviert, auch regelmäßig an diesen spaßmachenden Kursen teilzunehmen, mit Begeisterung sozusagen. Und aber der Lebensmittelhändler sollte in diesem Wellnesskonzern ein Partner sozusagen, auch wie die Pharmakonzerne, ein Partner dieses Systems sein und sollte nach dem Schlüssel bezahlt werden, dass, wenn bestimmte teure Operationen unnötig gemacht wurden durch Prävention und der Lebensmittelhändler meint,
Hauslebensmittelhändler hätte dann also sozusagen eine Ecke in seinem Supermarkt, eine immer größer werdende, wo er sozusagen ernährungsberaterisch den Leuten versucht, dort gesunde Nahrung anzubieten, und die bezahle ich dann mit meiner Krankenversicherungseinkaufskarte, wodurch sozusagen dann am Ende festgestellt wird, aha, 80%, 90% meiner Lebensmittel habe ich bei diesem Händler bezogen und meine Gesundheitsentwicklung ist so und so. Meine Gesundheitskostenerwartungskurve wurde so und so untertroffen, positiv untertroffen, und dadurch werden Gelder eingespart und von diesen bekommt der Lebensmittelhändler einen gewissen Prozentsatz, sodass in Zukunft sein Hauptgewinn darin besteht, den Menschen gesunde Ernährung schmackhaft zu machen und nicht sie zu verführen zu Zigaretten, Alkohol, Süßigkeiten und anderen Dingen. Ja, ich verstehe das ansatzweise. Also man muss ein ganzes System bauen, wie Professor Mertens sagte. Ein gesamtes, geschlossenes System an Reformen, das dazu führt, dass wir volkswirtschaftlich einen Aufschwung nehmen, dadurch, dass wir nicht mehr einen gewissen Prozentsatz der Menschen leistungsgemindert im Krankenbereich haben oder im leistungsgeminderten gesundheitlich angegriffenen Bereich, im prämorbiden Bereich sozusagen haben. Ja. Ist verständlich, natürlich der Ansatz. Es gibt ja auch den meisten Lebensmittelhandel, sage ich jetzt einmal abgesehen von den Discountern vielleicht, gibt es ja solche gesunde Ecken, wie sie da gefordert haben. Tatsache ist ja allerdings, dass die großen Handelskonzerne der Welt man denke nur an die Coca-Cola Company, an Nestle und so weiter, dass die ihren größten Gewinn jetzt nicht unbedingt mit den gesunden Produkten machen. So ist das. Genau, und das müssen wir umdrehen, sonst ruinieren wir uns selber. Vielleicht kann Frau Professor Döll dazu noch mal was sagen, wie schlecht die Ernährungssituation der Bevölkerung im Durchschnitt ist, welche durch Werbung beeinflussten Gewohnheiten die meisten Patienten aufweisen, gegen die Ärzte dann, wenn sie es überhaupt versuchen im Moment, dann vergeblich kämpfen, weil die Gewinnanreize im Moment bestehen. Wenn ich ungesunde Nahrung verkaufe, mache ich die größten Profite. Wenn ich gesunde Nahrung verkaufe, mache ich im Moment noch nicht die größeren Profite. Es muss aber genau umgedreht sein. Die Anreizstruktur muss präventiv orientiert, müssen die Belohnungssysteme geändert werden. Ne? Wie sehen Sie das, Frau Professor Döll? Muss ich auch wirklich nochmal auf die primäre Anregung von Herrn Trimbelmann zurückkommen. Weil natürlich ist es so, dass wir im Endeffekt eine Eigenverantwortung übernehmen müssen, was unser Leben und unsere Gesundheit anbelangt. Und wir können nicht davon ausgehen, dass uns jemand an die Hand nimmt und das für uns tut. Dennoch müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass und das haben Studien ergeben, die größtmögliche Kompetenz in Sachen Lebensstilberatung, Ernährungsberatung, die Ärzte einnehmen. Yeah, und das ist einfach sehr, sehr schade, dass dieses Potenzial nur marginal genutzt wird. Und natürlich ist es so, dass sich im Verlauf der letzten Jahrzehnte eine Ernährung in unserem Leben eingestellt hat, rein statistisch betrachtet natürlich, die mehr krankheitsfördernd als krankheitshemmend wirkt. Und was Herr Professor Mertens gemeint hat, dass natürlich, wenn man an einer Schraube dreht, sich möglicherweise etwas anderes verändert. Das hat nun wirklich alles letztendlich miteinander zu tun. Das ist korrekt. Also wenn ich meine Ernährung dahingehend ändere, dass ich beispielsweise auf die Energiezufuhr achte und auch auf die Qualität der Lebensmittel, dann werde ich mit meinem Körpergewicht nicht die Probleme haben, die eben fettreich, falsche Fette und zuckerreich sich ernähren. Also das eine hängt immer von dem anderen ab. Und wenn ich natürlich irgendwie ein gewisses Gesundheitsbewusstsein erlangt habe, so wie Sie jetzt zum Beispiel, Herr Sembelmann, dann werde ich auch irgendwie zur Bewegung kommen und natürlich auch mich bewegen wollen. Und die Nahrung ist einfach grundlegend, wie gesagt, sehr viel schlechter geworden bei uns, wenn Sie sich mal überlegen, dass wir zum Beispiel pro Kopf täglich 24 Teelöffel
zugesetzten Zucker oder anderen Zucker, auch versteckten Zucker, konsumieren. Und von der WHO werden die 6 Teelöffel empfohlen. Wir sind beim Vierfachen. Nur ein kleines Beispiel. Und wenn man da noch weiß, dass Zucker eben nicht nur dick macht, sondern im Endeffekt auch noch die Nervenzellen schädigt, entzündungsfördernd wirkt und dass alle Krankheiten mit Entzündungen zu tun haben. Also da zieht sich ein Rattenschwanz hinterher und wir brauchen ein besseres Bewusstsein für den Einzelnen, aber ich sage es nochmal, da könnten natürlich unsere Therapeuten schon einiges leisten. Ja, das bestreite ich ja gar nicht. Also vielleicht darf ich das gerade noch vertiefen. Die Ärzte natürlich als Helfer auf diesem Weg. Ich würde das auch unterschreiben, was der Herr Professor Mertens gesagt hat, dass eben eine wissenschaftliche Basis vorhanden sein muss. Ja. Das ist ja völlig logisch. Ja. Eine wissenschaftliche Basis muss vorhanden sein, bevor man eben von der Politik oder aus Kampagnen startet, um die Leute dazu bringen. Aber natürlich muss es ein System sein, dass das sich in diese Richtung entwickelt. Das wirklich große Problem sehe ich, wenn man den Handel und die Ernährung anspricht, ist eben, dass meiner Meinung nach, oder so wie ich die Wirtschaft kennengelernt habe, dass die wirklich großen Profite leider mit ungesunden und schnell produzierbaren und nicht nachhaltigen Lebensmitteln gemacht werden. Die sind einfach schnell zu produzieren, in großen Mengen einheitlich produzierbar. Sind auch billig, zum Beispiel bestimmte Zuckerformen sind extrem billig, ne? Ja. Mhm. Und können natürlich und werden von den Menschen natürlich auch sehr gerne angenommen, weil natürlich Zucker und Fett, das spricht Rezipienten im Gehirn an, die eine Art Glücksgefühl darstellen und wie kurzfristig das auch immer ist, jedenfalls der Belohnungseffekt des Essens ist ja dann vorhanden. Das ist ähnlich wie beim Nikotin, ne? Wenn man eine Zigarette raucht, stellt sich dieser Belohnungseffekt ein und Man wird auf eine gewisse Weise eben konditioniert, diese Nahrung mit sich zu nehmen, wenn man nicht entgegenwirkt. Der künstliche Zucker simuliert quasi eigentlich, als würden wir gerade eine hochwertige, süße, reife Frucht essen. Nur wir essen nicht tatsächlich diese hochwertige, reife Frucht, die für uns gesundheitlich total ergiebig wäre und viele wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe, Pflanzeninhaltsstoffe liefern würde und so weiter, sondern es liefert uns eigentlich etwas körperlich Toxisches, ne? Weil in der Form, in der es zugeführt wird, ist es dann toxisch. Ne? Und das ist das Problem. Und die Frau Professor Döll hat das da Entscheidende gesagt. Der Arzt, die Menschen vertrauen dem Arzt. Sie vertrauen auch manchmal dem Lebensmittelhandel und dessen Werbesprüchen. Und das müssen wir nutzen. Wir müssen den Arzt dafür fürstlich honorieren, damit er endlich das tun darf, was viele Ärzte gerne tun würden, nämlich wenn sie fürstlich belohnt würden für ihre Präventivmaßnahmen, dann würden sie sich auch gerne sicherlich tiefer mit der Ernährungsmedizin beschäftigen und solchen Dingen. Aber im Moment würden sie sich ja wirtschaftlich damit ruinieren. Und das ist der Fehler im System. Darum geht es. Ich vertrete ja so ein bisschen die anderen 30 Professoren, die heute leider nicht da sein können. Frau Professor Lehr muss heute einen Vortrag halten und so weiter. Darum geht es, dass wir, wenn wir dieses System nicht ändern, dass der Arzt nicht in Zukunft mehr Geld bekommt, wenn ich nicht krank werde und etwas weniger, wenn ich chronisch krank werde, dann wird sich daran nichts ändern. Wir können moralisch appellieren an den Arzt, dass er das doch tun möge, aber er möchte ja seine Praxis nicht gefährden. Er muss seine Mitarbeiter bezahlen, er muss seine Miete bezahlen und das kann er nur, wenn er etwas für das, was er tut, auch Geld kriegt. Und für Prävention, Ernährungsberatung, Lebensstilmedizin bekommt er nichts, weil es ja gar nicht gemessen wird, ob der Patient sich damit gesünder entwickelt oder weniger gesund entwickelt. Seine Leistung wird nicht effizient gemessen. Herr Professor Mertens,
Darf ich gerade vielleicht, weil Professor Mertens hat er in unserem ersten ausführlichen Gespräch etwas Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, wir müssen, wenn wir solche Systeme ändern in Richtung Prävention, müssen wir sichere Messgrößen erheben, damit die Anreize, er hat auch geschildert, dass zum Beispiel bestimmte Mitarbeiter in Atomkraftwerken quasi von Staatswegen bezahlt werden, also vom betrieblichen Ergebnis unabhängig sind, damit nicht aus wirtschaftlichen Gründen heraus Risiken eingegangen werden, wo die Mitarbeiter sagen, ja, damit wir genügend Geld verdienen und damit der Betrieb genügend Geld verdient, gehen wir jetzt in einen Risikobereich im Atomkraftwerk, sondern diese Mitarbeiter werden also getrennt honoriert und haben nur eine Funktion, auf den Schutz der Bevölkerung zu achten und auf die präventive Schutzfunktion zu achten. Und Herr Professor Mertens, wenn Sie da noch mal dran erinnern, dass wir Systeme brauchen, die zuverlässig den Arzt dazu motivieren, an der Gesundheit des einzelnen Bürgers, seines Kunden, vital interessiert zu sein. Und das, deswegen sprechen wir von diesem neuen Bezahlungsschlüssel, den neuen Anreizen. Wenn Sie, Herr Professor Mertens, vielleicht noch mal dazu was sagen können. Ja, das kann ich nur noch mal, Sie hatten das ja in Bezug genommen zu Ihrem Anfangsgespräch, nur noch mal unterstützen. Also es wir sprechen da in dieser Gegend der kritischen Infrastrukturen. Ich will nicht immer das Atomkraftwerk in den Fokus stellen, sondern die kritischen Infrastrukturen. Und zwar die Zielsetzung ist, das Versagen, wo es auch immer herkommt oder verursacht wird, auszuschließen. Es darf nichts katastrophal versagen. Wir bauen da ein sogenanntes gestaffeltes Konzept auf. Also das Versagen, das katastrophale Versagen muss ausgeschlossen werden. Das heißt, es muss eine Prävention stattfinden, dass bereits Störungen im System erkannt werden und die, ich will das dann auch auf die ärztliche Situation übertragen, also Störungen in den verschiedensten Komponenten, Einrichtungen, Messeinrichtungen und so weiter, schnell erkannt werden und sofort wieder auf den Normalzustand zurückgeführt werden, sodass bereits Störfälle, also Krankheiten, praktisch ausgeschlossen werden können. Also dieses System, das heißt gestaffeltes Sicherheitssystem oder Defense-in-Depth-Konzept, soll sicherstellen, dass katastrophale Situationen nicht eintreten können. Also Epidemien oder dass die wirklich praktisch ausgeschlossen werden können. Also dass am Beginn im Bereich der Prävention eine solche Situation vorliegt, dass Abweichungen vom Normalbetrieb, also vom normalen Geschehen. Vom normalen Gesundheitszustand zum Beispiel, Und dort der Einfluss greift und hier, wie vorhin auch schon gesagt wurde, im Grunde der Arzt da nach bezahlt wird, beziehungsweise vergütet wird, alles zu vermeiden, dass es überhaupt zu Krankheiten kommt. Und nicht die Krankheit an sich in den Mittelpunkt gestellt wird. Genau. Sozusagen die Krankheit, was auch nötig ist, natürlich im System, im gestafften System, kann die Krankheit natürlich auftreten und muss behandelt werden. Aber sie darf nicht im Fokus stehen, im Mittelpunkt. Ja, und Frau Professor Döll? Die Strategie ist, deswegen hatte ich ja vorhin davon gesprochen, dass das ein gesamtes System sein muss. Ich kann nicht eine Komponente rausziehen und sagen, okay, jetzt habe ich es, jetzt bekämpfen wir den Zucker. Dann weicht das System in andere Gefährdungszustände über und manifestiert sich dort. Ja, genau. Ohne, dass ich das jetzt belegen kann, was ich eben jetzt gesagt habe. Doch, es war so beim Fett. Früher hat man über das Fett geschimpft. Jetzt erkennt man, dass der Zucker böser ist als das Fett. Ne? Und so wandeln sich dann die Dinge und weichen aus. Das war auch ein aktives Ausweichgeschehen, dass man früher ganz bewusst das Fett beschuldigt hat, weil die Zuckerindustrie natürlich gefürchtet hat, man würde sie beschuldigen als den Hauptkrankheitstreiber. Ja. Und das gibt es dann tatsächlich. Und deswegen, Frau Professor Döll, kann uns sicherlich auch helfen zu sagen, wie wichtig es ist, dass der Arzt nicht nur, wie Sie, Herr Sempelmann, wie Sie vorhin richtig gesagt haben, dass der Arzt nicht nur uns untersucht auf Vitamin B12-Mangel, die Blutuntersuchung, die richtigen Blutuntersuchungen macht oder uns untersucht auf einen Vitamin D3-Mangel und oder auf andere Dinge, sondern uns vor allem auch, wenn er dafür belohnt wird,
wenn wir weniger krank werden, kriegt er mehr Geld, dass er das dann auch so macht und so regelmäßig macht und so zuverlässig macht und in seinen Gesundheitskursen mit einbettet, auch dann die Blutuntersuchung regelmäßig ansetzt und so weiter. Wenn er mehr Geld dafür gibt, kriegt, wenn er es schafft, uns gesund zu halten und die Abweichung vom gesunden Normalzustand zu verhindern präventiv, wenn er dafür dann mehr Geld kriegt, wird er das mit mehr Elan tun, als wenn er dafür überhaupt kein Geld kriegt. Wie sehen Sie das, Frau Professor Döll? Genau, das ist leider das Problem. Ich habe mich also immer wieder mit Ärzten unterhalten und auch eigentlich an diese Kompetenz im Bereich der Ernährungsmedizin appelliert. Und man bekommt dann doch sehr oft zu hören, dass eben ja pro Quartal 14,50 Euro für einen chronisch Kranken zur Verfügung steht. Und das muss geändert werden, weil grundlegend ist es definitiv so, dass sich die Ärzte natürlich wirtschaftlich orientieren müssen und schauen müssen, wie sie über die Runden kommen. Und da spielen eben solche Beratungen leider in der Honorierung der Arztleistung bislang so gut wie gar keine Rolle. Und das geht einfach nicht. Ja, genau. Das muss geändert werden durch völlig neue Anreizsetzungen im Gesundheitswesen. Die Lebensstilberatung und die Ernährungsberatung muss fürstlich honoriert werden. Und das geht am besten, wenn wir es gleich am Erfolg messen. Wenn wir nicht einfach sagen, wir bezahlen wie die AOK in Deutschland zum Beispiel einfach mal einen Ernährungskurs, egal was dabei rauskommt, egal ob die Leute das verstehen, egal ob es praktisch genug gemacht wird mit gemeinsamen Einkaufen gehen, gemeinsamen Lebensmittelzubereitung. Sondern es muss am Endergebnis, nämlich an den Gesundheitskostendaten der Versicherten und den Wohlfühlnoten gemessen werden, ob diese Beratung auch etwas gebracht hat. Ja? Denn es nützen uns ja nicht schöne Lippenbekenntnisse oder schöne Bemühungen, wenn sie nicht effizient sind. Und da ist die Effizienz natürlich kontrollieren und messen. Und das ist ja genau das, was wir vorschlagen. Das ist genau das, was in diesem Konzept steckt. Ja? Nämlich dieser Bezahlungsschlüssel anhand der Gesundheitskostendaten in den Krankenversicherungen, die Leistung des Einzelnen, die Präventivleistung des einzelnen Hausarztteams mit seinen Ernährungsberatern und ähnlichen Personen zu messen und danach Honorar auszuschütten. Wenn die Leute sich gesünder entwickeln und teure Operationen statistisch eingespart werden, werden von den statistisch eingesparten Geldern gewisse Prozentsätze pauschal als das Honorar des Arztes ausgeschüttet. Und dann werden sie erleben, wie motiviert plötzlich der Arzt sein wird, den Leuten zu helfen, an der ungesunden Ernährung zum Beispiel vorbeizugehen. Und wenn der Lebensmittelhändler irgendwann auch noch motivational im Boot wäre, hätten wir plötzlich eine völlig andere volkswirtschaftliche Situation und wir wären auf dem Weg zu einem Wirtschaftswunder Österreich. Ich war kürzlich vor 2-3 Wochen im Elsass auf der französischen Seite und weil wir gerade die Frage der Lebensmittelproduktion diskutiert haben, was in dem Gesamtkonzept auch eine Riesenrolle spielt. Wie beeinflusse ich etwas oder wie wird das System beeinflusst oder fremdgesteuert? Ich habe dort nur Maisfelder gesehen. Ich bin dann von Fessenheim nach Straßburg gefahren mit dem PKW. Nur Maisfelder. Das ist ja, das heißt also, der Bauer, die Landwirtschaft sieht, da kann ich große Gewinne mitmachen und produziert nur noch so etwas. Unabhängig davon, wie das überhaupt dann weiter verwendet wird in der Kette, ob aus dieser Produktion überhaupt was in die Nahrungsmittelproduktion fließt oder nur Benzin hergestellt wird, das sei mal dahingestellt. Es ist aber eben so, dass hier zumindest keine Produkte mehr erzeugt werden, die eigentlich für die Gesundheit des Menschen förderlich wären. Ja. Es ist nur noch Monokultur, also den Bereich, den ich da gesehen habe, der war erschreckend. Ja, und da vielleicht um das zu sagen, das ist wirklich ein ganz großes Problem mit diesen Monokulturen, weil natürlich nicht nur die Artenvielfalt stirbt, sondern definitiv eben ein größeres Infektionsrisiko besteht und weil man natürlich zum Beispiel im Falle des
Maisanbaus, mit Monokultur, mit einem Pestizid namens Atrazin arbeiten muss, das in Grundwasser vorkommt und man die Atrazin-Höchstmengenverordnung dann einfach so bedient, dass höhere Grenzwerte möglich sind. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema, das unsere Landwirtschaft natürlich im Wesentlichen auch mitbestimmt. Ja, natürlich. Ja, die Landwirtschaft ist natürlich auch auf eine entsprechende Effizienz ausgerichtet. Mhm. Man hatte die Monokulturen ja auch, zum Beispiel in Südtirol gibt es ja auch die Apfelmonokulturen. Das sind ja auch keine schönen Streuobstwiesen, die man sich vorstellen kann, dass man da und dort ein Baum steht, wo man die Äpfel dann so unterpflückt, sondern es sind wirklich, wie man sich Weinberge vorstellt, gibt es da die Apfelberge, die einfach ein Baum neben den anderen stehen. Den muss man natürlich auch entsprechend mit Pestiziden und so bearbeitet werden, damit dort überhaupt die Früchte so werden. Und dann sagt man, der Apfel ist gesund. Ja, schon, aber die Nebenwirkungen, das sind natürlich andere. Angeblich. Also wenn man eine Bevölkerung, eine stetig wachsende Bevölkerung. Hallo? Wenn man eine stetig wachsende Bevölkerung ernähren will und auch mit Lebensmitteln versorgen will, dann muss man halt einfach auch in gewisser Weise Kompromisse eingehen in der Landwirtschaft und sagen, wir brauchen da jetzt eben diese Fläche, um eben die Produktion entsprechend effizient gestalten zu können. Herr Sempelmann, ich will da gerade mal drauf eingehen. Frau Professor Dr. Dr. Med Karin Michels, die Direktorin des Instituts für Prävention der Universität Freiburg, formuliert das so schön: Mittlerweile werden die Äpfel aus ihrer Sicht rauf und runter gespritzt, weil sie eben nur so ausreichend dann oft überleben können und sind deswegen unheimlich belastet mit Pestiziden und so weiter. Und genau deswegen, wir können darüber klagen, so viel wir wollen. Es wird sich nie etwas daran ändern, wenn wir nicht den Lebensmittelhändler, den Supermarkt, der ist nämlich die Endstrecke des Ganzen, wenn wir den nicht ins Boot holen, wenn der mehr Geld kriegt, wenn unsere Gesundheitskostendatenkurve sich positiv entwickelt und wenn er mehr Geld kriegt, wenn wir weniger krank werden und wenn wir vielleicht auch bessere Wohlfühlnoten beim Bundeswahlleiter in Deutschland, wäre das also der Bundeswahlleiter, Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, dass da der Ansprechpartner wäre, wenn wir also Wohlfühlnoten und Gesundheitskostendaten erheben, dann wird sich die ganze Lebensmittelindustrie bis hin in den letzten Acker hinein umstellen und sagen, wir müssen wieder naturnah produzieren, wir müssen giftfrei produzieren, denn am Ende zeigt sich diese Giftfreiheit als positiver Wert in den Gesundheitskostendaten und in den Wohlfühlnoten der Menschen. Und zu Ihnen. Ja, das stimmt schon. Aber ich kenne die Situation in Deutschland jetzt nicht so genau, aber wenn ich mir den österreichischen Lebensmittelhandel ansehe, hier gibt es eigentlich drei große Player. Das eine ist Rewe mit ihren Marken, das andere ist Spar. Ja. Und der dritte ist der Discounter Hofer, der in Deutschland eben unter Aldi bekannt ist. Aha. Aber alle drei dieser großen Ketten haben in den vergangenen gut 10 Jahren wirklich massiv in den Aufbau von Bio und nachhaltigen Lebensmittel investiert. Mhm. Jeder dieser Handelsketten hat seine eigene Linie. Bei Rewe ist es eben ja natürlich, bei Spar Bio Natur Pro oder so. Und wie auch immer. Und die setzen natürlich auch darauf. Aber es ist eben nur eine Nische. Reicht ein bisschen Goodwill denn aus? Reicht das aus? Oder brauchen wir, wie Professor Mertens vorhin sagte, ein System? Brauchen wir Systeme, die dazu systematisch dazu führen, dass die gesamte Weltproduktion der Lebensmittel wieder in Richtung Gesundheit gesteuert wird? Und das können wir nur erreichen, wenn die Gesundheit, wissen Sie, Herr Sempelmann, Sie hatten vorhin was Wichtiges gesagt, dass Sie eigentlich den Arzt ja gar nicht brauchen im Moment, ja? Aber wie ist es, Sie gehören zu den 10%, weltweit haben wir in allen Studien gesehen, dass 10% der Weltbevölkerung gesund leben, aber 90% fast alles verkehrt machen, was man nur verkehrt machen kann in der Gesundheit, ja? Und dass diese 90%, die brauchen eine Lebensmittelindustrie, wo ihre Wohlfühlnoten, ihre Gesundheitskostendaten erhoben werden und dann der Konzern
Aldi, Rewe, bei uns haben wir hier Rewe, Aldi, Alnatura, Penny und so weiter. Diese ganzen großen Player hier in Deutschland und die Analoga in Österreich, Spar kennen wir ja hier auch in Deutschland. Dann, wenn die Gewinne größer werden, wenn ich weniger krank werde, dann entsteht ein vitales Interesse, die gesamte Anbausituation in diesen Maisfeldern und so weiter völlig zu ändern und eine ganz andere Ernährungsversorgung wieder herzustellen, die nicht auf das Verkaufen von möglichst vielen Zuckerwaren, Maissirup und ähnlichen Dingen ausgerichtet ist. Maissirup soll ja auch einer der billigsten Zucker sein, sozusagen. Wirtschaftlich deswegen im Moment hochinteressant. Aber erst dann, wenn wir ein System schaffen, das neu belohnt, kriegen wir eine Änderung. So ein bisschen Bio, was da in Rewe rumsteht oder im Aldi rumsteht, ist aus meiner Sicht da erst einmal irrelevant für die Masse der Bevölkerung. Das sehe ich auch so, weil das nicht als, ich will es ja nicht unbedingt wiederholen von was wir eingangs schon gesagt haben, das fehlt, also das Systemverständnis daran. Ist schon gut so, dass das bei Rewe beispielsweise, weil wir es angesprochen haben, gemacht wird. Will ich auch nicht darauf verzichten, weil ich selbst sehr viel darauf zugreife. Aber es ist nicht im System angekommen, das ist auch teurer, das wird von vielen Menschen dadurch gar nicht in Anspruch genommen. Das sieht manchmal auch nicht so gut aus, sei es mal drum. Es ist aber nicht im Gesamtsystem der Ernährung, der Gesundheit, die Gesundheit, die von der Ernährung vielfach abhängt, angekommen, sodass jeder Mensch als Teil der Gesellschaft sich daran wirklich orientiert, sich selbst hinterfragt, kontinuierlich, sodass hier ein Gesamteffekt, ein gesamtgesellschaftlicher Effekt entstehen kann. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, muss die Gesellschaft was tun, die Politik was tun. Ja, was die Politik greift auch nur in das immer auf, was gerade aktuell ist. Dahinter erkenne ich nicht, dass hier, auch in der Bundesregierung muss ich sagen, es wird ja immer nur reagiert auf etwas, was gerade im Fokus steht. Wenn morgen das der Zucker ist, dann wird über Zucker geredet. Aber das, ich will jetzt nicht auf Diesel hingehen, ne? Es wird nur eben das angegangen, was gerade aktuell ist, was vielleicht für die Wahl gut ist, aber nicht als Systemlösung insgesamt nötig wäre. Und das fehlt bei uns. Hier fehlt auch das Geld, um solche Dinge förderlich zu unterstützen. Ja. Wenn Sie ansprechen, dass eben die Masse dann eben zu den konventionellen Produkten greift, weil die eben, aus welchen Gründen immer, in den meisten Punkten ist es meiner Meinung nach der Preis, der entscheidet. Ja. Der Konsument geht in den Supermarkt und kauft dort eben nicht, was für ihn gesund ist, sondern was für ihn billig ist. Wo wir dann wieder bei dem Problem der teuren Reparatur sind, die durch Prävention zu vermeiden wäre. Aber wäre es denn nicht ein Hebel, wenn man, weil auf der anderen Seite geben die Leute Unmengen Geld aus für Internet, Smartphones, für Markenkleidung und so weiter und beim Essen wird dann eben gespart. Wäre es denn dann nicht notwendig, dass man eben in diese ganze Kommunikation und dieses ganze System nicht nur den Lebensmittelhandel einbinden, sondern auch ein Bewusstsein schafft für die Bevölkerung, was denn eigentlich für sie wichtig ist, dass es eben wichtig ist, sich gesund zu ernähren und nicht, dass es wichtig ist, jetzt das neueste iPhone XS zu haben oder was. Dafür muss ich auf Foodwatch zurückgreifen. Generation, die vier Jahre alt ist, noch genauso gut sein Auslangen kommt. Dafür muss ich Foodwatch ins Spiel bringen. Foodwatch, der Leiter von Foodwatch, hat ein wunderbares Buch veröffentlicht, wo er ganz klar sagt,
Wir können doch nicht erwarten, dass die Masse der Bevölkerung viel Geld für Bio-Waren ausgibt, bei denen völlig unklar ist, weil nicht wirklich mit staatlichen Systemen zuverlässig gemessen wird, ob diese Nahrungsmittel wirklich einen positiveren Einfluss auf die Gesundheit haben, der messbar ist und zuverlässig ist, den Leuten moralisch anzuhalten, sie sollen einfach grundsätzlich mehr Geld für Essen ausgeben. Ich habe mit Frau Professor Döll auch darüber gesprochen. Wir haben zum Glück hier auch einen Markt, der Demeter und Bioland anbietet, wo man vielleicht noch eine gewisse Sicherheit dafür hat, dass man vielleicht wirklich etwas Gesünderes bekommt, wenn man da so viel mehr Geld ausgibt. Aber der normale Bürger reagiert, wie Foodwatch sagt, einfach ganz menschlich. Solange ich dafür keine Garantie habe, und diese Garantie könnte man nur eben in einem System haben, das anhand der Wohlfühlnoten und der Gesundheitskosten, Datenkurven wirklich systematisch wissenschaftlich ermittelt, ob Bioland und Demeter wirklich gesünder sind, in der Folge auf die Menschen eine Gesundheitswirkung haben, und so etwas lässt sich ja dann bei großen Zahlen und Massen zuverlässig messen. Erst dann werden wir uns vielleicht alle auf etwas teurere erzeugte Nahrung umstellen, aber dann, und Foodwatch sagt ganz klar, der normale Bürger verhält sich ganz rational. Solange nicht bewiesen ist, dass ihm das gesundheitlich hilft, kauft er einfach das Billigste. Und das ist so, und das wird auch so bleiben, sagt Foodwatch, und wir müssen ein System schaffen. Entschuldigung. Herr Professor Mertens, Sie, glaube ich, kennen ja Herrn Professor Dawkins persönlich. Ja. Vielleicht können wir zwei, drei Minuten noch das zum Schluss machen. Was hat eigentlich Professor Dawkins in Nachfolge von Sir Charles Darwin eigentlich an bahnbrechend Neuem gebracht? Er hat uns den Begriff, das ist jetzt ganz wichtig für das, was wir abschließend zu dem Thema, was wir für heute hatten, warum müssen wir wirklich das ernst nehmen und ernsthaft die Systeme ändern, sozusagen? Das hat uns Dawkins gelehrt mit seiner mimetisch, also wir sprechen ja heute eher von der mimetisch-genetischen Evolutionsbiologie. Das ist der völlig neue Ansatz, dass wir auch die Meme berücksichtigen. Und er hat das ja an einer mimetischen Situation auch geschildert, wo er selbst sich scheiden lassen wollte und dann die beiden Rechtsanwälte im englischen System aufeinander losgegangen sind und aus einer friedlich gewollten Scheidung eine streitige, kostenintensive, teure Scheidung gemacht haben. Und da hat er sich ja letztendlich gefragt, und ich weite das jetzt mal aus, was er selbst geschrieben hat, dass er gesagt hat, die Meme, also die verhaltenssteuernden Gedächtnisinhalte von Memory, die quasi wie die Gene sich evoluieren in der Gesellschaft, haben sich bei den Anwälten so evoluiert, dass sozusagen Gedankensysteme, die dazu führten, dass die Sache eher streitig wird, erfolgreicher waren, weil sie einfach mehr Geld gebracht haben und dadurch leider aber auch Schäden bei den Kunden erzeugt haben. Professor Richard Dawkins fühlte sich regelrecht geschädigt durch das, was da geschehen ist, sozusagen. Ja. Und da kam die Frage auf, müssen wir nicht auch uns überlegen, ob nicht auch der Arzt vor 150.000 Jahren, wir müssen mittlerweile ausgehen, dass Schamanen und so weiter schon eine sehr lange Evolutionsgeschichte haben, dass er, wenn er Irrtümer entwickelt, die eher zur Verwaltung von Krankheit beigetragen haben, als zur Verhinderung von Krankheit, also den Normalzustand aufrechtzuerhalten sozusagen, dass dann solche Meme sich in der Evolution systematisch ausgebreitet haben und dadurch eigentlich der heutige Arzt in seiner Ausbildung natürlich nur das gelehrt bekommen kann, was diesen Evolutionsprozess überlebt hat, indem es jedes Mal mehr Geld gab, wenn es mehr Krankheiten gab, und weniger Geld gab, wenn es weniger Krankheiten gab. Und das ist, mahnt uns sozusagen an die Dringlichkeit. Ich kürze das jetzt ganz brutal ab, sozusagen. Eigentlich müsste man darüber ein bisschen ausführlicher sprechen, weil Sie ja keine Zeit mehr haben. Aber dass wir eben ganz dringlich die Systeme ändern müssen, stabile, schützende Systeme, Präventivsysteme bauen müssen. Wenn wir das nicht tun, läuft eine Evolution weiter in Richtung des Negativen und wird uns immer weiter überraschen, was das für Folgen haben wird. So wie Sie es jetzt eben gerade gesagt haben, das ist wirklich der zentrale Kern, wenn wir überhaupt daran denken, eine Änderung im Systemverständnis zu
zu erreichen bzw. bezwecken zu wollen. Da muss man genau da ansetzen. Denn der Arzt hat sich über die Zeit, ja, sprachen ja in der Historie, ja, auch dahin entwickelt, Krankheiten zu behandeln. Weniger Krankheiten zu erkennen und sie im Grunde schon in der Entwicklung so zu erkennen, dass wir sie ausschließen können und nicht zu Krankheiten dann gelangen. Im Bereich der kritischen Infrastruktur haben wir genau diese Situation, gehen wir genau anders herum und sagen, wir kennen die Auswirkungen, wir kennen, welche Katastrophen eintreten können und tun das Möglichste. Da wird sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, muss ich Ihnen wirklich sagen. Ja, ja. Die mögliche Ursachen zu erkennen und im Vorfeld auszuschließen. Nichtsdestotrotz kann was passieren, ja. Jedes System mal auslaufen. Natürlich, wir brauchen. Kann sich immer fehlsteuern. Wir brauchen auch am Ende. Aber deshalb muss auch der Arzt oder muss auch der Techniker in der Lage sein, mit Unfällen, mit Krankheiten umzugehen. Mhm. Aber der Hauptaugenmerk muss darin liegen, diese Dinge zu frühzeitig zu erkennen und auszuschließen. Ja. Vielleicht darf ich das gerade noch zu Ende sagen, diesen Gedanken, den Herr Professor Mertens ja eben formuliert hat. Natürlich werden wir auch noch Krankenhausbetten brauchen für einzelne Operationen, aber vielleicht nur noch 10% von denen, die wir heute unterhalten müssen, weil werden wir präventiv die viele Professoren, Professor Spitz und wie sie alle heißen, ich könnte Ihnen jetzt eine ganze Latte an Spitzenmedizinprofessoren aufzählen, die alle gleichermaßen sagen, dass wir etwa 80 Professor Michalsen, der zuletzt bei Markus Lanz war, von der Charité Berlin, 80-90% mit einer gut bezahlten und gut honorierten Lebensstilmedizin, Präventivmedizin und Ernährungsmedizin und Sport als Prävention und so weiter, können wir 80-90% des Krankheitsgeschehens in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz vermeiden. Und damit die gesamten volkswirtschaftlichen Schäden, die dadurch entstehen und wirtschaftlichen Betriebs, das sind ja alles auch betriebswirtschaftliche Schäden. Mir geht es ja auch darum, dass klar wird, dass es für die Wirtschaft ein Riesengewinn ist, diese Reformen zu unterstützen. Ja. Ich hatte den Eindruck, dass Sie versucht hatten, das bisherige System zu retten. Professor Mertens und auch Frau Professor Döll haben ja angedeutet, dass das nicht möglich sein wird. Also wir kleine Feinkorrekturen. Nicht das bisherige System retten. Ich sehe nur, dass es sehr, sehr starke Lobbys und wirtschaftliche Interessen gibt, die hinter dem aktuellen System stehen und sehr starke Industrien auch dahinter stehen. Ja, ja, ja. Und dass unsere Wirtschaft vor allem darauf aufgebaut ist, daraus eben Profite zu steigern. Und dass natürlich auch die Wirtschaft mit all ihren Wissen, das sie hat über Ernährung und deren Aufnahme und deren Auswirkungen auf nicht nur auf den Körper, sondern auch auf das Gehirn und auf Hormone und alle anderen Einstellungen in den Personen, dass man natürlich versucht, gewisse Assoziationen zu triggern. Und das ist ja auch, die ganze Zuckerindustrie hat ja seit ihrem Aufkommen davon gelebt, dass solche Produkte herzustellen, die man eben dann nach Möglichkeit an viele Personen verkaufen kann. Dr. Med, vielleicht noch diese Schlussbemerkung. Wirklich das große Problem, dass der größte Umsatz damit gemacht wird und dass das Bewusstsein in der Bevölkerung nicht vorhanden ist, dass man sich selbst eben nichts Gutes tut, wenn man sich doch offenkundig so belohnt mit einem Glas Cola zum Beispiel. Ja, ja. Der Dr. Med Ludwig Manfred Jakob hat das so gesagt, er sieht mittlerweile die Lebensmittelindustrie sogar ganz positiv. Er sagt, die würden ja gerne uns mit gesunden Nahrungsmitteln versorgen, aber da sie dafür im Moment nicht honoriert werden und dafür auch kein Geld verdienen würden, müssen sie bei der Strategie bleiben, uns massenhaft Cola zu verkaufen, weil nur das im Markt im Moment für die Wettbewerbsbedingungen
Arbeitsbedingungen. Also jedes Unternehmen steht ja betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich gesehen in einem knallharten Wettbewerb mit jedem anderen der großen Lebensmittelkonzerne sozusagen. Und wenn ich jetzt nicht genügend Cola in die Bevölkerung reinpresse, das bei Rewe verkauft wird, ja sozusagen, dann mache ich mich selbst kaputt als Unternehmen. Also muss ich im Wettbewerb bleiben und muss all den Unsinn machen. Und viele dieser Lebensmittelkonzerne, sagt Dr. Jakob, wären in Wirklichkeit interessiert, wenn sie von der Gesellschaft, also von uns, die wir das jetzt diskutieren, von der Bevölkerung und dann von der Politik, wenn es von der Bevölkerung diskutiert ist, in den Medien diskutiert wurde, und wenn wir dann sagen, aha, die Rahmenbedingungen müssen so aussehen, dass die Lebensmittelindustrie, dass die Gewinne der Lebensmittelindustrie vom Gesundheitszustand der Bevölkerung abhängig gemacht werden, in jedem Einzelfalle sozusagen, und das geht heutzutage, das können wir statistisch stemmen, dann sagt die Lebensmittelindustrie, ja hoppla, jetzt dürfen wir endlich Gesundheitsnahrungsmittelversorgung betreiben, weil wir dafür Profit kriegen. Ja, also wir dürfen niemals etwas von der Wirtschaft verlangen, was nicht einen ausreichenden Profit bringt. Und wir müssen die Anreize so ändern, dass die Lebensmittelindustrie in Zukunft für gesundheitsförderliche Nahrung, für sogenannte Lebensmittel, mehr Geld bekommt als für die anderen. Und das können wir machen. Und darum geht es bei diesem Rat.